Hallo, mein Name ist Felix Lubenau. Ich bin Head Pro der Schuster Lubenau Academy. Und wir sind hier auf der Golfanlage Schloss Egmonting auf Loch Nummer 5 des Championship Courses. Und das heutige Thema ist, wie bekomme ich richtige Längenkontrolle beim Putten? Und da mache ich gleich mal vor, was die meisten trainieren und deswegen auch nie wirklich Längenkontrolle richtig lernen. Die machen einen Putt, wundern sich dann, okay, ja gut, zu wenig und vielleicht auch ein Puttinggrün, machen dann noch einen Putt und sagen sich dann, ja, jetzt ist besser, jetzt bin ich schon besser geworden und jetzt habe ich die Distanz und jetzt habe ich eigentlich das Längengefühl für die heutige Runde. Und das ist natürlich Quatsch, weil jeder, der so übt und Putten übt, und ich sehe ganz viele Leute, die mit mehreren Bällen Putten üben, die lernen eigentlich nur zu reagieren auf den Ball davor. Also die haben immer einen Ball, dann putten sie irgendwo hin und dann der nächste Ball ist eigentlich der bessere natürlich, weil sie dann reagieren können auf den davorgehenden Putt. Das ist natürlich unrealistisch. Ich habe beim Putten eigentlich nur eine Chance. Dementsprechend muss ich mir angewöhnen, entweder nur mit einem Ball zu putten beim Aufwärmen auf dem Puttinggrün, weil dann habe ich immer nur eine Chance, logischerweise. Oder ich mache das, was ich jetzt hier eben respektive auf dem Puttinggrün machen würde, mache ich jetzt hier auf dem fünften Grün. Ich drehe mich um und versuche, zum Grünrand zu putten. Also mir ist ganz egal, ob der jetzt in der perfekten Richtung ist, sondern ich versuche genau zur Mähkante zu putten. So, der war ein bisschen zu schnell. So, und das nächste mache ich. Ich drehe mich einmal wieder komplett um und versuche, zu einer ganz anderen Mähkante zu putten. Auch wieder ein bisschen zu schnell. Und dann drehe ich mich um und versuche, da hinten zur Mähkante zu putten. Und so kriege ich dann eine sehr gute Aussage darüber, ob ich den Speed des Grüns ganz gut kennengelernt habe oder kennenlerne oder nicht. Also, das nächste Mal auf dem Puttinggrün vor der Turnierrunde oder auch vor der Privatrunde, werft euch 3 oder 4 Bälle in die Mitte vom Grün rein und puttet sternförmig zu den Grünrändern nach außen. Und schaut einfach nur auf die Entfernung. Ist er zu kurz oder zu lang? Aber dann nicht nochmal denselben Putt, sondern immer einen anderen Putt. Und so lerne ich die perfekte Längenkontrolle mit meiner Technik eben, weil an dem Tag will ich nun keine Technik verbessern oder verändern, sondern muss mit dem leben, was ich habe. Dementsprechend hole ich mir diesen Touch, aber eben mit mehreren Bällen nur dann, wenn ich nicht auf ein Ziel putte oder auf ein Loch putte, sondern eben auf verschiedene Ziele. Das können natürlich auch Löcher sein, aber man kann es sich einfach machen und einfach mal den Grünrand nehmen. Also beim nächsten Mal bitte ausprobieren und vielleicht hilft es ja für den besseren Score. Viel Spaß!